Ente, 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 Ente. Und damit hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Blazing Beaks. Yay. Ja, ich hab's gesehen, es hat auch schon Holly und Zombie und GLP gespielt und bla bla bla. Zombie sogar richtig cool im Koop, da hab's aber auch nicht geguckt. Aber egal, ich spiel's trotzdem. Ich hab das nämlich wieder mal vom netten Publisher geschenkt bekommen, dieses Spiel. Und es sah sehr nett aus, es ist ein Roguelike-Spiel und ich zeige euch einmal kurz hier, es gibt Turnier, aber das ist leider nur im lokalen Koop. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwann nochmal als Multiplayer rauskommt. Hier sind wirklich richtig tolle Minispiele irgendwie, also so ein bisschen Battle Royale-mäßig, aber irgendwie auch so ein bisschen Minispiel-mäßig. Man kann alles mögliche einstellen. Gibt verschiedene Karten etc. Aber da ich leider alleine bin und hier keiner neben mir sitzt, müssen wir die Geschichte spielen. Ich habe schon gesehen auf der Steam-Shop-Seite des Spiels, dass sich einige aufgeregt haben, aber trotzdem das Spiel gut bewertet haben, weil es keine Inhalte bietet. Allerdings war das so vor 2 Jahren oder so, als die geschrieben worden sind. Und das ist jetzt halt am 10. Mai rausgekommen. Und ja, mal gucken. Also sogar in der Early Access wurde schon gut bewertet. Kann also eigentlich nur ein gutes Spiel sein. Ja, es dreht sich um Enten und Schnabeltiere, das ist vielleicht für den Carly Braun interessant. Und man hat Waffen. Ich würde es, also von den Bildern her sah es sehr wie Nuclear Throne aus. Sind das die Tode, die da stehen? Spiel denn noch mit deiner ausgewählten Spiel-ID und Schwierigkeitsgrad. Die meisten nicht entsperrbaren Gegenstände können in diesem Modus nicht entsperrt werden. Und normaler Lauf mit dem gewählten Schwierigkeitsgrad. Was? Die meisten nicht entsperrbaren Gegenstände können in diesem Modus nicht entsperrt werden. Ah, diese Doppelverneinung. Keine Ahnung, ich spiele glaube ich auf normal, oder? Was hat diese Zahl dazu bedeuten? Sind das alle Tode, die bisher gemacht worden sind? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, oder das ist der Seed. Aber da unter ist halt täglich, deswegen, keine Ahnung. Wir spielen mal auf normal und gucken, was passiert. Ich habe noch überhaupt gar nicht in das Spiel reingeguckt. Ich habe allerdings gesehen. Da, das Schnabeltier. Guck, wie süß das ist. Das ist wirklich super süß. Also ich würde eher das Schnabeltier spielen. Und es gibt auch noch, oh guck mal, es gibt auch noch hier ein Papagei und ein Küken, noch einen anderen Papagei und andere, die man noch freispielen kann. Es gibt, das ist ja süß, es gibt sogar einen Kartonvogel. Und ja, Pikachu, gibt's nämlich auch noch. Den habe ich allerdings im Steam Workshop geholt. Es gibt nämlich ganz viele, naja, so, ja, noch ein paar, ich weiß nicht, so 100 Stück oder so, neue Charaktere, die man im Steam Workshop sich holen kann. Man kann auch seine eigenen Leute, voll süß, ohne Witz, kann man selber sich kreieren und auch von den anderen natürlich runterladen. Das finde ich auch bei Isaac immer so schön, wenn das da funktionieren könnte, aber hier funktioniert es zumindest. Und die haben dann halt auch... Ist das süß? Pikachu? Ach man, ich liebe Pikachu. Aber den möchte ich nicht spielen, denn jeder Charakter hat auch seine eigenen Waffen von Anfang an und seine eigenen Werte etc. Und ich glaube, wir spielen als erstes als Schnabeltier, weil das einfach das Süßeste ist. Guck mal, man kann hier sogar nachgucken, was der noch so kann. Ah, hier kann man sogar sich alle angucken. Hier, das Schnabeltier hat 2 HP von Anfang. Oh, das ist aber wenig. Eine Pistolenspezialität 2, keine Ahnung. Er hat zusätzlich Beute, den er markierte Gegner tötet, bis der Indikator verschwindet. Hat einen Schlüssel, okay. Ich denke mal, die Ente, ja, die Ente ist so ein Allrounder, so der Mario von Blazing Beaks. Er hat einen Drizzler, hat mehr Leben als das Schnabeltier. Wenn du eine Sekunde lang nicht schießt, wird deine Waffe 3-mal schneller für den nächsten Schuss geladen. Und was kann Pikachu? Pikachu hat auch nur 2 Leben. Pikachu sogar richtig geschrieben. Danke an den Ersteller, der Pikachu gemacht hat. Aber ich habe schon gelesen, der soll angeblich zu stark sein am Anfang. Und deswegen spielen wir einfach mal das Schnabeltier. Ja, ja. Hier, Schnabeltier Attack. Ja, es ist ein bisschen wie Nuclear Throne von den Bildern her. Ihr seht jetzt wahrscheinlich auch schon, warum. Ja, man ist hier das Schnabeltier. Oben seht ihr die Leben. Ich habe es, wie gesagt, noch überhaupt nicht gespielt. Es gibt auch ganz offensichtlich kein Tutorial. Ja, man kann schießen. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin dir zu schwach, um dieses Artefakt überhaupt aufzuheben. Nicht zu erwähnen, dass es beim Tragen noch mehr schwächt. Kannst du es für mich nehmen und es der Krähe geben? Sie wird dafür sehr gut belohnt. Sie wird dafür? Oh gut, ich möchte gut belohnt werden. Ist das hier das Artefakt? Nee, das ist eine giftige Speerspitze. Reduziert Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate um 40%. Cool. Doch, das war das Artefakt. Das macht uns angeblich irgendwie schwächer oder sowas. Nee, es macht uns stärker, aber gleichzeitig hat es auch irgendeinen negativen Effekt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, Leute. Aber es ist halt ein Rogue-Light. Heißt, man behält seinen Fortschritt, wenn man stirbt. Und es gibt anscheinend hier halt eine Geschichte hier. Von daher, kein Plan, Leute. Hallo, Pinguin. Kann man mit dir reden? Nein. Ich finde schön, wie der Pinguin einfach sein Eisklumpen hier mit einer Klimaanlage befeuchtet, statt sich selber damit anzupusten. So, hier ist wahrscheinlich der Shop. Was willst du von mir? Achso, der will das Artefakt haben. Hier, bitteschön. Geil, was gibst du mir? Duck-Scout-Abzeichen. Erhöht deine Laufgeschwindigkeit um 50%. Nett.
Und plus 3 Sekunden für die Sichtbarkeit der geheimen Türanzeige. Okay, keine Ahnung. Geheimräume oder was? Hm. Aber ja, wie es sich für einen Roguelike gehört, ist hier anscheinend alles random generiert. Hast du noch was? Ja, hoffentlich ist es nicht das letzte Mal, dass ich dich sehe. Und ich denke einfach mal, hier wird irgendwann nochmal ein Shop sein, aber anscheinend hat er noch nichts. Irgendwie ist es schön. Je nachdem, wo ich hingucke, verändert sich auch oben das Bild. Da, wo ich hingucke. Mega nice. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Was gibt's sonst noch? Es gibt noch Münzen, das zweite, keine Ahnung. Da unten ist wahrscheinlich die Nachladegeschwindigkeit oder so. Da ist unsere eine Waffe. Da unten ist auch irgendeine Feder. Keine Ahnung, was die macht. Vielleicht Rüstung oder so. Keine Ahnung. Aber es gibt, ja. Und das, was bemängelt worden ist in der Closed Beta, beziehungsweise im Early Access. Da, oh, Herzchen. Da wurde bemängelt, dass man immer nur dasselbe machen konnte. Beziehungsweise da war das Spiel vielleicht auch noch ganz anders. Weil, so wie ich das gelesen habe, sollen da immer nur Scharen von Gegnern angekommen sein. Dann musste man sich gegen die verteidigen. Quasi wie bei so einem Tower Defense. Ach, das sind unsere Level da oben, wie ich das sehe. Ah, ja. Okay, also bisher sehr einfach. Es gibt auch garantiert Bosse. Wo bin ich? Ach, hier. Und ja. Wie gesagt, ich habe es auch überhaupt nicht gespielt, von daher gar keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich weiß auch noch nicht, ob ich daraus ein Let's Play mache, je nachdem, wie gut mir das gefällt. Die Eier explodieren ganz offensichtlich. Aber ja, dass das am Anfang nicht so schwer ist, ist ja auch eigentlich ganz logisch. Wenn das wirklich eine Story ist, die wir hier jetzt durchspielen, und wir einfach immer weiter nach vorne gehen, dann könnte man das ja durchspielen tatsächlich. Und einem Roguelike würde ich halt eher verstehen. Bisher ist ja auch noch nichts wirklich Böses. Oh, der ist bestimmt böse. Ja, der schießt sogar mal auf uns. Krasser Dude. Und der verschwindet einfach. Was ist das für ein... Yo, einfach zwei von denen. Hilfe! Ich sterb hier locker. Ey, und dann Roguelike würde ich auf jeden Fall verstehen, dass... Oh. Nein, ich habe Leben verloren. Wie konnte das passieren? Dass die Level sich immer wieder neu generieren. Halt so wie bei Isaac oder Nuclear Throne. Obwohl Nuclear Throne auch schon... Ja, weiß ich nicht. Da sind die Level auch eigentlich immer gleich, nur die Gegner sind ab und zu mal anders. Oh, hier gibt es auch Fallen, wie ich das gerade sehe. Hier kann man Schlüssel einsetzen. Cool, machen wir doch einfach mal was. Was haben wir hier? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt durch dieses Spiel. Da unten ist irgendwer, der mit uns reden will? Nee, doch nicht. Ah, das hat nur angezeigt, dass da Leute labern, damit man zumindest so ein bisschen weiß, wo die Frösche sind. Können die auch wieder drauf spawnen? Das wäre richtig komisch. Ich spiele übrigens mit einem Controller. Und es gibt eine Zielhilfe, die ist am Anfang auf 30% gestellt. Ich habe richtig viel Angst vor allem. Also die erste Folge werde ich hier richtig komisch langsam spielen. Ey, mein erster Rückschaft. Plus 2 Max-HP. Oh ja, das finde ich gut. Ich bin tot. Was? Stand da, ich verliere ein Leben, wenn ich es aufsammle? Aber wir haben den Pinguin freigeschaltet. Das finde ich auch ganz nett. Was hat mich denn jetzt gekillt? Kann man noch mal angucken, was die Sachen machen? Nee. Hey, das ist ja super dumm. Okay, ich bin so super verwirrt von dem Spiel, Leute. Läuft der Pinguin hier jetzt mit rum? Das fände ich voll nice, aber leider nicht. Wir haben jetzt auch eine tägliche. Mist dich jeden Tag mit anderen Spielern. Ja, bla bla. Ne, wir spielen auf normal weiter. Man kann es mit bis zu 4 Spielern sogar spielen. Höchst interessant, Leute. Der Pinguin, Leute! Der Pinguin! Schneeballkanone hat er und eine Chance, getötete Gegner zu klonen. Okay. Können die... Greifen die Klone dann für einen an oder sind die einfach dann auch böse? Durch den Austausch von Artefakten für je 2 Risikowerte erhält man einen zusätzlichen Herzverlust. Aha, gar kein Plan, Leute. Ich glaube, ich spiele nochmal das Schnabeltier. Ich fand das Schnabeltier witzig. Ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ich bin mir sicher, einige Leute von euch haben das schon bei Zombie geguckt, aber ich lasse mich ja ungern spoilern bei sowas. Aber so ganz kleine Tipps, was man so machen kann, was ich vielleicht machen sollte. Vielleicht gucke ich mir nach der ersten Folge auch mal eine Folge bei Zombie an. Das ist übrigens, ich habe mir das nicht abgeguckt beim Zombie. Ich hatte das Spiel schon bekommen, bevor Zombie das überhaupt auf seinen Kanal gebracht hat, ja? Nicht, dass mir hier das unterstellt wird, dass ich dem einfach alles nachmache. Kann ich doch nichts für, dass er dieselben Spiele mag wie ich. Oh, der Witz. Außer, es sah ganz interessant aus und da dachte ich mir, Roguelikes sind sowieso cool. Ich mag Roguelikes ja sehr gerne. Habe ich ein Leben verloren? Woran? Hat mich dieses kleine grüne Ding hier getroffen? Keine Ahnung. Und bisher muss ich sagen, wie sagt man das, Synergie her? Oder vom Spielstil her finde ich andere Roguelikes bisher noch besser. Muss man die einfach nur abschießen? Was passiert dann? Passiert dann überhaupt irgendwas? Ey, eine Münze. Toll. Ach so, das ist wahrscheinlich so ein Geheimlevel, oder? Jetzt habe ich vielleicht ein Level übersprungen, weil ich in die Tür reingegangen bin, wo man einen Schlüssel einsetzen musste. Das kann sein. Ich habe jetzt einen Schlüssel eingesetzt und bin jetzt aber an einem anderen Ort. Und ich hätte... Oh Gott. Ich hätte halt auch den normalen Weg gehen können, wo man keinen Schlüssel einsetzen muss.
bin gerade auch ein bisschen sehr verwirrt. Ist vielleicht auch ein Spiel für einen Stream, kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, ob es halt auch noch andere Synergien gibt mit Waffen und sowas. Den ersten Boss würde ich auf jeden Fall im ersten Part nochmal sehen. Das wäre ganz schön. Und allgemein, was diese Risikowerte und so sind, weiß ich auch nicht. Der Frosch hat sich gerade an der Falle getötet. Kann man irgendwie ausweichen oder so? Nee, ne? Nö. Man kann wirklich nur rumlaufen und schießen. Doch, hier! Aha! Und das bedeutet auch unsere Feder hier. Also wir können so ein bisschen sliden. Oh, das ist ja super süß. Hui, hui. Schnabeltier, Schnabeltier, Schnabeltier. Das ist ja perfekt. Dieser Moment, oder diese Momente. Momente, versteht ihr Leute? Weil Ente. Diese Momente, wenn ihr neue Sachen rausbekommt, die ihr vorher nicht rausbekommen habt. Das ist schon so ein Argument. Beziehungsweise das ist einer der Argumente. Sorry, Leute. Oh Gott. Für dieses Spiel auf jeden Fall. Ein Leben, dankeschön dafür. Es gibt bestimmt noch richtig viel hier zu erfahren, was man alles machen kann, bla bla. Guck mal, jetzt haben wir drei Wege. Das hier ist bestimmt der Boss. Ich meine, wir haben zwei Leben, Leute. Wollen wir das wagen? Und die anderen beiden werden wohl irgendwo anders hingehen. Ja, wie geht's zum Boss? Komm, das ist bestimmt der Boss. Ja, hier, der Newt, das ist Newt. Oh, da werde ich dran erinnert an Japan, weil da hieß mein eines Pferd Newt. Das ist dann leider gestorben, als ich mit da war. Aber Yodo, ich mach dir irgendwie keinen Schaden. Wie macht man dir Schaden, Dude? Dude, wie macht man dir Schaden? Ich weiß es nicht. Muss man mit den Dingern hier irgendwas machen? Hä? Hallo, wie mache ich dir Schaden, du Blödkopf? Ich meine, wir haben an der Seite... Ah, wir müssen die Dinger bestimmt... Aua, ey. Wir müssen die Dinger da bestimmt drehen. Wie hier, diese Holzdinger an deiner Seite. Und wenn wir die drehen, kannst du mir bitte ein Herz geben? Das ist ja voll Knorke. Und dann muss er da bestimmt mit seiner Zunge gegenknallen. Oder er muss allgemein mit seiner Zunge gegenknallen und dann dreht er sie. Das ist so die Frage. Wann? Okay, er streckt seine Zunge raus, sobald er mit seiner... Sobald er einmal angreifen will, jetzt. Genau, und dann dreht... Ah, jetzt können wir ihn angreifen. Ja, cool. Attacke. Gibt es irgendwie Granaten oder so? Okay, aber ich hab ihn auf jeden Fall verstanden. Und so wie ich das sehe, wechselt er seine Attacken immer ab. Ja. Nee, doch nicht. Jetzt wird er angreifen. Shit. Aber anscheinend wechselt er die doch nicht ab. Okay. Also man sieht immer... Oh, fuck. Wenn er seine Zunge macht... Ja, ich komme nicht klar auf den, Leute. Wenn er halt seine Zunge so ein bisschen rausstreckt, da, bevor er angreift... Jetzt. Ja, Attacke. Ich bin halt super schwach. Dieser Bosskampf wird ewig lange dauern. Aber egal. Ah, das ist super nervig, dass er immer erst diese Dinger spawnt und die hier natürlich sofort auf ihn zulaufen. Ach, come on jetzt. Ja, egal. Hier. So. Damit wir aber ein bisschen Schaden machen können. Die Dinger, die er spawnt, die treffen mich halt sofort, wenn er die irgendwie hinschmeißt. Dann bleib mal hier unten stehen, dann können wir nämlich hier hinlaufen, die dann töten. Oh, jetzt macht er sogar schon drei auf einmal. Krasser Dude. Und anscheinend bewegt er sich auch ab und zu, aber ist jetzt nicht der krasseste Boss. Da, komm. Zunge, danke. Pow, pow. Hälfte der Leben sind weg. Boah, weiß ich nicht. Hat zumindest einen Kniff. Das finde ich immer ganz gut. Ah, nein. Nicht lang genug gewartet. Ein Kniff beim Boss finde ich immer ganz nett, dass man den nicht einfach nur strunzdoof töten muss. Aber der Kniff hier, den finde ich so ein bisschen blöd, muss ich sagen. Vor allem, weil er halt auch so viele Leben hat. Wenn ich mal eine neue Waffe finden könnte, das wäre toll. Aber ja, bisher weiß ich halt noch nicht, ob ich da wirklich ein Let's Play draus mache oder ob ich es einfach im Stream mal spiele. Da könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Könnt ihr mir nämlich immer Tipps geben. Und ich muss ja sowieso bald mal wieder streamen. Ich konnte jetzt die letzten Tage halt leider nicht streamen. Ich hatte dieses Spiel auch schon längere Zeit. Und wollte es eigentlich spielen. Aber weil der Besuch aus Japan, aus Argentinien da war, hatte ich halt nicht wirklich viel Zeit dafür und deswegen kam in letzter Zeit halt nur Agelos. Tödliche Pflanze. Erstmal Geld einsammeln, Leute, bevor das hier alles verschwindet. Was ist das? Idol. Chance bei der Aufnahme des Herzens die maximale AP statt HP zu erhöhen. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich nehme es einfach mal mit. Da gehen die Leben weg, Leute. Hier haben wir auch noch irgendwas. Eisenflügel. Fähigkeit Feuerrate für 3 Sekunden zu erhöhen. Okay, dadurch... Jetzt haben wir... Das ist nur die Fähigkeit, das zu machen. Ah ja. Ah ja, dann können wir alle 15 Sekunden
das verändern, dass wir irgendwas machen. Hier, das hier, die Feder macht, dass wir gleiten können oder rutschen. Damit kann man irgendwas ausweichen. Das ist eine sehr süße Fähigkeit, aber ich glaube, ich nehme mal die Eisenflügel mit, weil die uns einfach stärker machen. Haben wir noch die tödliche Pflanze. Erhöht die Menge an Säurepools, die von Feinden oder Bossen erzeugt werden. Das ist doch voll kacke. Weil in den Säurepools kriege ich doch Schaden, oder nicht? Ja, dann nehme ich das nicht mit, Leute. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem Spiel halten soll. Wir haben auf jeden Fall den ersten Boss-Musik. Guck mal, jetzt sind hier auch mal die ersten Gegner, die mal ein bisschen... Pow, 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 Maschinengewehrattacke! Die mal ein bisschen auch einen schaden können. In den Bewertungen haben die halt gesagt, dass ab Level 4 das Spiel erst schwerer wird. Und davor ist das alles noch so sehr pillipalli. Kein mein Leben wäre ganz schön. Achso, wir sind jetzt durch, ne? Man hat anscheinend immer mehrere Wege, wo man hingehen kann. Okay. So. Da kommen wir nicht rein. Warum nicht? Weil der Gegner hier noch ist? Ah ja. Und jetzt können wir da rein. Also, bisher weiß ich doch nicht. Guck mal, der Shopkeeper ist da. Hi. Ich habe vielleicht ein Artefakt für dich. Ich zähle Artefakte, bitte nicht stören. Okay, den kann man Artefakte abgeben. Keine Ahnung, wie man Artefakte erkennt und was er dann genau will. Keine Ahnung, Leute. Das irritiert mich hier alles noch. Auch das ist einfach gar kein... Ah, okay. Dass es gar kein Tutorial gibt. Je nachdem, auf welchen Stein du hier stehst, kannst du was anderes kaufen. Wir haben 11 Münzen, wir können uns also alles kaufen. Eine Zufallswaffe können wir uns kaufen. Wir könnten uns ein mittleres Kristallgewehr kaufen. Das hat Kugeln 1 plus 2, also plus 3 Kugeln oder was? Schaden 2, Nachladen, Geschwindigkeit, bla bla. Plasmapistole. Ja, du bist das teuerste, ne? Dankeschön. Tschüss, komischer Adler. Okay. Nicht ein bisschen blöd, da. Oh, das ist nett. Das braucht aber ein bisschen länger zum Aufladen. Nicht ein bisschen blöd, dass wir nicht zwei Waffen gleichzeitig. Wow, tragen können. Das wäre vielleicht noch ganz nett. Ich kann mir vorstellen, dass das zu zweit auch noch witzig ist, obwohl es jetzt halt auch schon viel zu einfach ist. Wird natürlich schneller gehen mit mehr Leuten. Aber vielleicht wird das ja noch schwerer. Keine Ahnung. Aber oh Gott! Gut, ich habe nichts gesagt. Irgendwie ist das Spiel komisch, ich weiß auch nicht. So von dem Pacement, wie schnell das Spiel ist und sowas, finde ich das sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Die Level sind auch sehr, sehr klein. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, Leute. Wie findet ihr das Spiel denn? Und Geschichte habe ich mir jetzt auch was anderes darunter vorgestellt. Vielleicht müsste ich mal dieses einzigartig testen. Spiele den Lauf mit deiner ausgewählten Spieler-ID und Schwierigkeitsgrad. Die meisten nicht entsperrbaren Gegenstände können in diesem Modus nicht entsperrt werden. Nicht entsperrbare Gegenstände. Diesen Satz verstehe ich nicht mal. Ich bin zu blöd für diesen Satz. Ach so, dann ist das da meine Spieler-ID da oben, oder was? Keine Ahnung, Leute. Erklärt mal ein bisschen, was man hier machen soll. Ich weiß alles nicht, Leute. Gar kein Plan. Aber gut, das war's dann mit dieser ersten Folge. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie ich dieses Spiel finden soll. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich muss sagen, vom ersten Eindruck her fand ich Nuclear Throne und auch... wie hieß das andere Spiel? Enter the Dungeon. Besser. Aber der Spielstil gefällt mir. Weiß ich nicht. Ja, sagt mal, was man machen kann, ob ich hier irgendwas verpasst habe oder so. Ob das noch krasser wird. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer ein bisschen verwirrter Dizzy. Tschüss.